Beachparty zum Topspiel in Bremen-Walle. Der Brinkumer SV zu Gast beim Bremer SV. Eine Begegnung, die nochmal richtig Schwung ins Meisterschaftsrennen bringen könnte. Beide Teams zuletzt im Pokalhalbfinale gespielt. Brinkum in letzter Minute gegen die Lea TS ausgeschieden. Der Bremer SV gegen Geestemünde ins Finale eingezogen. Benjamin Ether mit seiner Mannschaft Tabellenführer 80 Punkte und kein Spiel in dieser Saison verloren. Mike Gabel und die Brinkumer mit 77 Punkten dahinter. Ein Sieg würde Punktgleichheit und Spannung bringen. Spannung auch schon beim ersten Freistoß nach 10 Minuten. Bastian Kukiewicz diesmal von Beginn an. Und Alexander Arnold. Der BSV ohne Verteidiger Sebastian Knietsch und Mittelfeldspieler Lukas Bouchon. Beide mit muskulären Problemen, nicht im Kader, aber mit Kapitän Arnold und der Ecke. Kurz ausgeführt auf Kukiewicz. Der Heber rein auf Ikrami Olatunji. Furioser Beginn der Gastgeber. 29. Spielminute, das ist wieder Olatunji mit einem Superpass auf Diop, der zu uneigensinnig agiert. Eigentlich hätte er durchlaufen und verstrecken müssen. Torwart Felix Rolf Mindermann klärt zum Einwurf und nun aufgepasst. Der Ball nicht im Bild, der kommt aber gleich von oben rechts reingeflogen. Da ist er und landet perfekt auf dem Fuß von Lamine Diop. Es hatte sich abgezeichnet. Das Führungstor für die Gäste, der Einwurf von Sadrak Nankishi, die Diop-Drehung wie aus dem Lehrbuch. So frei darf der eigentlich gar nicht zum Schuss kommen, der Diop. Die Brinkumer ohne ihren beruflich verhinderten Kapitän Esin Diemikapi und nun das erste Mal in nennenswerter Weise vor dem Tor der Hausherren. Yasin Bekia mit dem Versuch zum Ausgleich und Malte Seemann im Tor. Brinkum weiß umzugehen mit der Offensivkraft der Gäste, auch wenn es manchmal die grobe Klinge ist. Ersatzkapitän Nikolai Grebner sieht völlig berechtigt gelb fürs an die Wäsche gehen. Viele Standards in der ersten Hälfte und Chaos im 16er und irgendwie kommt der Ball zu Lamine Diop und Lars-Ole Bauer. Langjährig beim FC Oberneuland gespielt, verhindert das zweite Gegentor. Sie müssen ihre Chancen besser nutzen und Brinkum muss gefährlicher werden, um die Meisterschaftschancen zu wahren. Kurz nach dem Seitenwechsel. Diop schießt den eigenen Mann an und da ist sie. Die Brinkumer Chance. Ramin Safi über den Flügel. Uriyama Nao steht in der Mitte bereit. Kommt doch an den Ball. Trifft Seemann, geht erstmal weiter. BSV klärt. Und BSV marschiert. Knappe Stunde gespielt. Diop an die Latte. Spitzer Winkel nicht einfach zu nehmen für Diop. 70. Minute, wieder Freistoß für den Bremer SV. Da ist Diop. 2:0. Eine ganz besondere Geschichte. Der war noch an Corona erkrankt letzte Woche und konnte kaum trainieren. Und jetzt haut er dem Brinkumann das Doppelpack rein. Unglaublich. Zehn Minuten später, Achtung, Stifte angespitzt und Notizblock rausgeholt für einen Spielzug wie aus dem Lehrbuch. Kukiewicz querfeld ein, Nankishi wunderbar und Diop in der Mitte. Allerdings nicht Lamine Diop, sondern Mamadou Ibrahima Diop, der zum 3:0 trifft. Zucker, allein schon die Brustverwertung von Sadrak Nankishi. Und dann diese Übersicht. Das Spiel aber noch nicht gegessen. Ecke Brinkum. Und Dennis Jansen. Dennis Jansen zuletzt getroffen gegen die BTS Neustadt zum 2:0. Der Eckball gut geschossen und Jansen im richtigen Moment gestartet. Mittlerweile sind wir in der Nachspielzeit. Brinkum jetzt mit dem Freistoß. Und Lars-Ole Bauer! Erst klärt er per Kopf, dann trifft er per Kopf. Bauer kam schon früh für Eugen Uschpol, der verletzt runter musste. Brinkum schnüffelt nochmal am Punktgewinn, die Zeit letztendlich aber nicht ausreichend. Und somit unterliegen sie dem Bremer SV, die zwar noch einholbar, aber eigentlich schon Meister sind. Enttäuschte Gesichter,
bei den Brinkumern Erleichterung beim Bremer SV angesichts dieser Schlussphase. Streichen wir das eigentlich und sagen direkt, der Bremer SV ist Meister, und da gratulieren wir, weil sie auch verdient Meister geworden sind. Definitiv. Wir haben zwei tolle Mannschaften in der Liga, die wahnsinnig überzeugt haben. Wir sind eine davon oder dürfen eine davon sein. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Aber die sind ganz klar Meister, und wir haben jetzt schon einen Punktrekord hergestellt, den Brinkumer SV noch nie geschafft hat, so viele Punkte zu holen in einer Saison. Und den wollen wir noch ausbauen. Das heißt, in den letzten 4 Spielen wollen wir auch noch die letzten 12 Punkte holen. Ich sage ja, ich nehme Gratulation an, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, ich will jedes Spiel gewinnen. Und ich will nicht dann irgendwann sagen, okay, wir haben noch 3 Spiele, wir brauchen nur ein Unentschieden. Auf gar keinen Fall. Wir wollen alle Gegner jetzt noch schlagen, die kommen. Wollen auch alles mitnehmen, damit wir dann im Pokalfinale und in der Relegation dann bereit dafür sind. Und deswegen werden wir hart weiter dafür arbeiten, dass wir alles souverän runterspielen und abarbeiten. Bevor gearbeitet wird, darf aber erstmal gefeiert werden.